Schau mal ganz kurz hier rein. Ein Tag im Leben von Revinzeit. Würde mich einfach mal interessieren, was Paul da so gemacht hat. Danach. Geht's dann direkt weiter. Ey, Leute, was? Ja, an der Stelle maximal gesunde Haltung. Da sollte ich mal dringend dran arbeiten. Was geht ab? Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist wieder Zeit für einen Tag im Leben von. Und dieses Mal ein Tag im Leben von Revi. Er macht YouTube-Videos. Er streamt live. Mhm. Er macht auch Bucke als DJ. Er tritt damit auf. Alles Sachen, zu denen ich ihm heute hoffentlich auch ein paar Fragen stellen kann. Ich würde sagen, ich schnack jetzt gar nicht lang rum, sondern fahre jetzt bei ihm tatsächlich gar nicht in sein Büro zuerst, sondern fahre tatsächlich zu ihm nach Hause jetzt erstmal. Wie gesagt, ich mache mich einfach direkt auf den Weg. Auf geht's, Leute. So, Paule. Ja, vielen Dank erstmal, dass es heute geklappt hat mit einem Tag im Leben von dir. Also, wie spät haben wir es denn jetzt gerade? Eigentlich 9. So 9? Halb Stunde zu spät. Da muss ich erstmal sagen, Shoutout an dich, Paul. Du warst einfach deutlich zu spät, Kollege. Wir hatten 9 Uhr gesagt. Normalerweise bin ich immer schon um 8.30 Uhr durch die Tür. Ja. Eigentlich stehe ich immer so 8, halb 8 irgendwie auf. Ja. Hab's jetzt ein bisschen nach hinten gelegt, weil ich ja weiß, dass du mal lange pennst. Hast du nicht wirklich, Alter? Doch, normalerweise hätte ich gesagt, lass uns hier um 8:30 oder so treffen und dann fahrt sich halt schon immer los. Ja, krass. Aber ja, so um den Dreh irgendwie, ja. Gehst du dann für dich meistens direkt zum Büro oder machst du sowas wie Sport oder? Ich mach sowas wie Sport tatsächlich, ja. Immer vor der Arbeit dann direkt? Meistens. Nicht immer schaffe ich es, aber meistens versuche ich es. Was war das für ein Satzbau, Digga? Nicht immer schaffe ich es, aber meistens versuche ich es. Ja, nein. Was sind die großen Sachen, die für heute so geplant sind? Fortnite und Minecraft. Schön wäre es, wenn es nur Fortnite und Minecraft wäre. Das wäre das glücklichste Leben. Wir fahren jetzt gleich zusammen in die Kletterhalle. Ich habe mit Jody angefangen zu klettern. Nice. Dann habe ich später, glaube ich, noch ein Meeting irgendwie. Wobei ich noch nicht weiß, ob das stattfindet oder nicht. Aber irgendwas ist immer. Dann streame ich ein bisschen was ab 16 Uhr. Ich habe noch ein bisschen aufgenommen, ein bisschen Mucke gemacht, aufgelegt. Nice. Dann habe ich, glaube ich, kurze Pause, streame ich um 18 Uhr wieder. Bis 20 Uhr. Und dann gehe ich pennen. Ja, also ich habe auf jeden Fall noch die ein oder andere Frage für dich vorbereitet, aber... Die kannst du dann gerne einfach stellen. Im Tagesverlauf, welche dann genau, auf dich zurückkommen. Ja. Yeah, yeah. Okay, Digi, the Mercedes. Also, wir sind jetzt auf dem Weg zum Klettern, ne? Genau. Ich weiß auch nicht, was genau da los ist. Normalerweise bin ich um die Zeit immer schon hellwach. Das war an der Stelle wohl nicht der Fall. Das ist so ungefähr. Aber irgendwie, kleinen Moment, irgendwie sitzt das hier wieder nicht zentriert. Ich hasse das ja, Alter. Ich hasse das ja, Mann. Das ist jetzt so ungefähr kurz nach 10 für alle Leute. Würdest du sagen, du hast gerade eine gute Work-Life-Balance zwischen Arbeit, Sport, Videos aufnehmen, Mucke? Also erstmal kann ich gerade keine Frage beantworten, weil ich fahre gerade Auto. Ja, okay. Aber ich würde fast schon sagen, es ist eher noch zu viel Work, oder? Also es geht eigentlich momentan. Es wird immer besser, so ich achte halt drauf. Aber es gibt... Wie es so vor einem halben Jahr war. Ja, vor einem halben Jahr war das halt immer so ein, keine Ahnung, 12, 14 Stunden Tag, wenig schlafen, morgens irgendwie schnell zum Sport gehetzt. Wenn ich es halt geschafft habe, so immer bis tief in die Nacht gearbeitet, halt wenig Freizeit gehabt, Wochenende durchgehastet und sowas. Also mittlerweile geht's tatsächlich. Es wird halt immer besser, weil ich ein paar Sachen in meinem Leben halt abgetreten habe. Okay, Revi, das wollen wir jetzt nicht hören. Wir wollen ja gucken, was mein Tag so hat. Was hat Paul da so angefangen? Ich glaube, zuerst waren wir klettern, meine Freunde, in der Kletterhalle. Ich habe jetzt angefangen zu klettern. Ich bin jetzt kleiner Spider-Man geworden. Der Sicherheit und was er dann noch macht, bevor es für ihn losgeht. Ja. Läuft. Läuft. Vorab, ich bin noch blutiger Anfänger, also bitte bemängelt nicht meine Technik. Vielleicht gibt es wieder 10.000 Leute, die es besser können. Ich schwöre, Digga, meine Klettertechnik ist wirklich einfach nur irgendwie hochkommt, Digga. Ohne Plan, einfach irgendwie die Wand hochlaufen, irgendwie hochkommt, Digga. Das ist alles, was ich kann. Und auch 7.000 in den Kommentaren. Ich habe mir jetzt diesen Gurt angezogen, mich voller Kreide gemacht, weil das ganz wichtig ist, weil die Kreide muss am ganzen Körper sein, damit man sich... Na komm, zeig mal, wie ich da runterfalle, Alter. Die Kreide hat nämlich einen klebenden Effekt, und zwar, wenn ich jetzt an die Wand springen würde, würde ich einfach an der Wand halten. Das macht sehr viel einfacher. Nein, die ist halt da, um ein bisschen Grip zu verleihen. Ja. Das hier Leon! Ist ein kleines Ding. Das ist halt ganz nice, weil wenn ich jetzt hier, wenn ich falle, dann... Tschüss! Lässt sich das halt langsam runter. Gut, dann würde ich sagen, gib ihm, ne? Ich versuch's jetzt, ja. Ja, ging dann auch direkt los mit dem Klettern. Ich würde ganz neutral sagen, dass er das bestimmt ganz gut schon gemacht hat. Es sah auf jeden Fall nach Spaß aus beim Zuschauen. Ich bin wirklich nicht gut darin, muss ich sagen, meine Freunde. Ich schwöre, ich bin nicht gut darin. Ich kann eine Wand hochklettern, aber meine Koordination, Digga, die ist im Sack. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es daran, dass ich zu viel kokse oder so, keine Ahnung.
Ich nehme keine Drogen, ich wollte das nur nochmal klarstellen, dass jetzt hier nicht jemand den Witz falsch versteht. Aber ich krieg's nicht hin, Mann. Ich glaube auch, das Abseilen macht richtig Bock. Er wurde dann später nochmal nach 1,5 Stunden ungefähr von ein paar Fans angesprochen und nach Fotos gefragt. Da ist mein Gesicht, fuck mich nicht ab. Dein menschenleerer Blick, Alter, ich schwöre, ich bin komplett raus. Und ich habe ihn dann im Zuge dessen nochmal gefragt, ob ihm das irgendwie auf den Sack geht. Aber es wirkt in genau in dem Shot so, als würde es mir übertrieben auf den Sack gehen, wenn mich jemand anspricht. Und genau das ist der Fall. Sprecht mich niemals an, aber nein, Joke, es ist kein Problem. Weil dann meinte er, nee, das gehört für ihn einfach dazu. Er hat sich daran gewöhnt und er hat ja gar kein Problem mit Fotos zu machen. Und ganz im Gegenteil, ich finde es auch geil tatsächlich, wenn ich gefragt werde. Ich brauche das. Und wenn er mal einen Tag lang gar keinen Bock hätte, dann kann er auch immer sagen, dass er es einfach gar nicht macht. Also alles easy. Ja, jetzt gehen wir, glaube ich, irgendwo was essen. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. So. Übermäßig viel. Ich habe das Glück, dass meine Community da echt offen ist, wenn ich jetzt einen Blog bringe oder Koch-Content oder sowas, dass es halt immer ganz gut funktioniert, dass ich mich da auch selber nicht einschränken muss. Danke, Peter. Weiß, aber ja, Mann. Ey, wichtig. Worauf ich Bock habe einfach. Gut, hier sind wir nur essen. Zu seiner Person gestellt. Das ist jetzt ein sehr, sehr bezeichnender Talk mit meiner Managerin, meine Freunde. Jetzt wird es, glaube ich, unangenehm für mich. Das Management von Sebastian. Also wir machen alles Mögliche für ihn. Alles. Ja, gut, dass in dem Shop mein Pimmel nicht mehr rausgegangen hat. Das passiert nämlich eigentlich ständig. Hey. Ja? Ja, das machen wir zu zweit hauptsächlich. Wir sitzen hier immer den ganzen Tag und warten, bis er durch die Tür reingerannt kommt. Ja, also eigentlich machen wir nichts anderes, als auf mich warten. Fragen stellt. Was ich gerade erzählt habe, ich habe dir gerade so ein paar typische Dinge erzählt über ihn. Und zwar erstens, dass er immer mega stressed out ist und man nicht wirklich die Möglichkeit hat, mit ihm zu sprechen. Ja. Sobald ich mit dir sprechen will, fängst du an, eine Sprachmemo zu machen, sagst du musst streamen, sagst du musst das. Jetzt habe ich Zeit. Jetzt hast du gerade Zeit. Dann habe ich noch erzählt, wenn du in den Raum reinkommst, geht die Energie so hoch, es ist wie so ein Wirbelwind. Er kann doch nicht, siehst du, er kann nicht. Ich will sitzen. Also ich schwöre, Real Talk, Leute, ich habe ADS des Todes. Für die Leute, die den Talk interessant finden, gönnt euch das mal bitte komplett rein, meine Freunde. Das ganze Video findet ihr natürlich auf Pauls Kanal. Ich will jetzt auch nicht alles hier vorwegnehmen im React. Aber ich schwöre es, da hat Kim vollkommen recht. Ich kann nicht still sitzen, Digga. Ich muss immer irgendwas machen. Und wenn ich nichts zu tun habe, Digga, dann fange ich an aufzuräumen, mache einen Handstand oder sonst irgendwas. Ich kann nicht still sein. Es geht nicht. Wenn wir so sitzen und da gehe ich Tür. Gut, Kim, das ist jetzt auch nicht so interessant. Das können die Leute sich dann selber anschauen. Wir gehen jetzt in meinen Keller rein, Leute, und ja, es ist gerade ein wenig unaufgeräumt hier, denn es gibt eine Menge Dinge, die heute noch erledigt werden, unter anderem diese ganzen Teile hier. Aha. Werden gleich in dem Stream zum PC verwurschtelt. Der ganze... Ganz kurzer Ausschnitt, wie es aussah, als ich einen PC gebaut habe. Boah, ist aber eklig, Alter, das hier so reinzustecken, ne? Ja. Es gibt auch nur einen Steckplatz dafür, tatsächlich. China-Ware also. Nein. Nee, ist kein Billo-Scheiß, tatsächlich. Sommer in den Lächeln meiner Stadt riecht die Luft nach Marihuana. Tatsächlich. Wann gibt's wieder Minecraft? Das hat super geklappt. Also, den Ausschnitt haben die Leute jetzt im Stream nicht gesehen, aber dafür von dem vom Video. Kram, der gerade noch hier unten steht, kommt später nach oben. Weil Leo jetzt da noch in Ruhe oben arbeiten kann, dass hier unten ein bisschen stressig ist, für ihn tatsächlich immer neben mir zu sitzen. Das ist aber dein Cutter jetzt zurzeit, ne? Leo ist nochmal der Cutter, genau. Ja. Eigentlich würde ich jetzt ein Video in die Uhrzeit aufnehmen, aber derjenige, mit dem ich aufnehmen wollte, kann erst tatsächlich um 16 Uhr, deshalb würde ich sagen, machen wir jetzt ein bisschen Musik, beziehungsweise ich setze mich nochmal ganz kurz auf das Set von der Auftritt, genau, natürlich hier. Parukaville Set, ganz wichtige Nummer, meine Freunde. Wird richtig lit am Parukaville, da wo wir auflegen. Von einem Video zu schauen, wie kommt die eigene Musik an. Das ist schon. Entscheiden müsste, dann ist auf jeden Fall das Musikding, wo man fahren auf jeden Fall. So, da ist eine Sache, die mir echt unangenehm aufgefallen ist. Und zwar, bevor sich jetzt hier wieder irgendwer briskiert, ja, man sieht das hier, wenn man hier ran. Crop, da sieht man, da habe ich einen Sync-Button an, meine Freunde. Das ist natürlich immer ganz doll verschrien. Das darf man ja eigentlich nicht. Zu meiner Verteidigung muss ich aber sagen, dass ich das Set da zum dritten oder vierten Mal durchgespielt habe und der Meinung war, dass ich das noch nicht ohne Sync hinbekomme, aber mittlerweile läuft das auch ohne, Leute. Okay.
Okay, also, jetzt ungefähr 14:30. Wo sind wir denn gerade angekommen? Wir sind gerade in der Mixing Station, der Musikstudio. Hier werden alle Sachen gemixt, also Obstsalat, Nudelsalat. Auch geschnitten, ne? Nein, geschnitten wird hier, gemixt wird hier. Das sind ja zwei verschiedene Arbeitsbereiche. Ja. Joke. Wir sind gerade, wie gesagt, im Cyberjam Musikstudio und vor ungefähr 4 Wochen haben wir diesen Struggle unternommen, eine passende Couch zu finden für das Studio hier. Die kommt jetzt gleich an, die nehmen wir an. Und das hat ja, hier Musikstudio, meine Freunde. Machen kann. Aha. Auch ziemlich nice. Auch rappen, wenn man mag. Das ist hier. Hier ist quasi dann. Das ist übrigens unser neues Musikstudio. Wenn ihr mal wollt, dass ich ein bisschen was vom neuen Cyberjam Musikstudio auf meinem Kanal bringe. Ja, schreibt es doch in den Chat, ihr Wichser. Krass, geil. Vorübergehende Mic. Hier ist halt eine tolle Akustik drin. Also ihr hört kein... Ganz toll. Das habe ich sehr gut gezeigt durch ein paar Klatscher, wie toll die Akustik in so einem Raum ist. Arschgeil. Ich bin richtiger Musiker. Mhm. Kein Schall, keine Rückkopplung, kein gar nichts. Hier hinten. Nochmal eins, also wie gesagt, das ist alles noch sehr provisorisch, das ist auch noch gar nicht hundertprozentig fertig. Wir sind gerade so dabei, dass alles beziehungsweise primär Jungs, was soll ich jetzt machen? Hier ist halt noch alter Dead Adam Kram. Hier hinten kommt noch so ein Lounge/Chillout-Bereich hin, weil wir den Bandprobenraum de facto nicht mehr brauchen. Analoge Instrumente gibt es außer einem Bass, glaube ich, und einer E-Gitarre und ein paar Synthesizern gar nicht mehr so viel. Ja, ist halt das Musikstudio hier. Ist eigentlich auch ganz schön da gewesen. So, wie gesagt, alles ein bisschen unaufgeräumt. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel vorweggreifen. Sofa wurde aufgebaut. Ich habe da sporadisch auch einfach mal ein bisschen mitgeholfen. Und so sah das Ding am Ende aus. Ja, das kennt Paul noch in Dena-Zeiten. Als Sklave behandelt werden, da würde er wohl noch wissen, wie das war. Okay. Hier zurück ins Büro. Mhm. Aufnehmen. Mhm. Stream vorbereiten. Mhm. PC zusammenbauen. Macht Sinn. Kurze Pause. Jo. On-Stream. Klar. Weiter Stream. Yes. Genau. Genau, dann. Ich jetzt nochmal selber sagen. Ja, das war ein klasse Misserfolg. Starke Runden gespielt, eine Menge Kills, aber war halt nichts Besonderes. Also war halt irgendwie legit der Weg. Das ist eine Sache tatsächlich, die wirklich wichtig ist, meine Freunde. Das möchte ich jetzt mal hier ganz kurz hervorheben. Oh, ich habe hier eine Tasche, Alter, das wusste ich gar nicht. Ist aber nichts drin in der Tasche. Das ist sofort ein Modus der Welt. Erst denken, dann bauen. Ja, da ist halt jetzt nicht hoch. Wie häufig kommt es so vor, dass du aufnimmst und dann wird es kein Video? Jedes zweite Mal bestimmt, alle 5-6 Male bestimmt. Ich habe so viele Sachen einfach nicht hochgeladen, weil ich da... An die Leute, die denken, ich lade jeden Scheiß hoch. Ich schwöre, ich würde so gerne einfach jeden Rotz hochladen, den ich produziere. Ich habe so viele Müllvideos auf meinem scheiß PC hier, Leute. Ich habe so viel Trash, den ich einfach nicht hochladen möchte. Da ist wirklich dabei Fortnite, da ist Minecraft dabei, da sind seltsame Simulatoren dabei, da sind irgendwelche Sachen dabei, wo ich einfach nur in den Teamspeak-Geon rumschreie, Mann. Habe ich alles nicht hochgeladen, Leute, ja? Also so viel mal dazu. Wenn ich zufrieden gewesen bin oder so, oder selbst wenn es halt dann krass gewesen ist, dann ist es dann entweder schon wieder outdated oder so durch die Vorproduktion. Also oftmals, natürlich, klar. Die Sachen werden natürlich dann noch gar nicht geschnitten. Also wenn man es geschnitten ist, wird es dann meistens hochgeladen, weil es ja sonst... vertane Arbeit ist so. Die Frage kam jetzt aus der Community, die ich mir habe stellen lassen, also eigentlich alle nächsten, und zwar, wie ist das echte Verhältnis zu Felix von der Laden? Das echte Verhältnis? Ja. Auch eine interessante Frage jetzt. Ich würde sagen, wie schreibt man das? Gesund distanziert, keine Ahnung, wir haben nicht mehr so viel Kontakt mittlerweile, weil Felix ja sehr viel unterwegs ist und sowas und ja, wir uns halt kaum noch in Köln sehen. Felix hat sich so, glaube ich, ein bisschen abgekapselt, aber hat halt einfach sehr viel zu tun und deshalb sehen wir ihn relativ selten. Also klar, Paluten halt auch, weil er woanders wohnt, aber gefühlt habe ich mehr Kontakt mit Paluten als mit Felix. Ja, okay, krass. Gibt es eine... Leute, also an der Stelle, ja, möchte ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Gönnt euch mal das ganze Video, ein Tag im Leben von Revi. Ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Ich bin ehrlich, der Tag war noch relativ stressfrei tatsächlich, ja. Ich will jetzt auch gar nicht großartig aufreißen, was für ein toller und erfolgreicher und super durchstrukturierter Mensch bin. Bin ich nicht. Aber es ist tatsächlich oftmals so, dass ich wirklich sehr, sehr lange Tage teilweise habe. So wie auch heute. Und ja, was soll ich sagen, Leute? Ich habe auch mal überlegt, so eine Woche mit Revi-Format zu machen, also mal das mit einer Woche mit zu begleiten und so, pipapo, wäre vielleicht auch mal eine Idee, dann sieht man so wirklich, was mal in einer Woche passiert und dann merkt man auch mal, dass ich tatsächlich niemals Freizeit habe. Gut,